Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wenn ihr das Video gerade seht, dann geht es in einer Stunde los auf Twitch, mein erster Livestream auf der Plattform. Ja, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr da auch sehr gerne ein Follow da lassen. Da wird es in Zukunft alle weiteren Streams rund um Shakes and Fidget auf jeden Fall geben. Vielen lieben Dank an jeden, der hier schon reingefollowt hat auf jeden Fall. Ne? Und ich bin sehr gespannt auf die Zukunft, was mir diese Plattform auf jeden Fall so bereithalten wird, weil man da auch nochmal einen ganz anderen Teil der Shakes and Fidget Community kennenlernen kann. Auf YouTube hatte ich mich auch immer ziemlich alleine gefühlt, muss ich sagen. Deswegen hier bewegt sich auch ein Großteil der SF Community. Deswegen auf jeden Fall da vorbeischauen. Ansonsten für das heutige Video ist natürlich wieder zum Anlass gedacht, zum Event vom Legendary Dungeon zur 20% Aktion mit den Pilzen, die momentan gerade im Umlauf sind, gibt es natürlich heute wieder ein Giveaway. Ja, und es ist ganz einfach wie bei den letzten Giveaways. Was müsst ihr dafür tun? Also natürlich richtet sich das Gewinnspiel wieder an meine Abonnenten. Also falls ihr noch kein Abonnent hier auf dem Kanal seid, ein kostenloser, dann könnt ihr das sehr gerne nachholen, wenn ihr das möchtet. Und um auch in Zukunft keine weiteren Giveaways oder Legendary Dungeon Codes oder Elevator Codes oder Server Start Codes zu verpassen, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und ihr müsst unter diesem Video hier einmal einen Kommentar schreiben und dann nehmt ihr schon automatisch dran teil und werdet ausgelost. Und zwar heute haben wir den Freitag. Am Sonntag im Video um 15 Uhr werde ich den Gewinner bekannt geben. Bis dahin habt ihr Zeit, bei dem Gewinnspiel mit dran teilzunehmen. Also Sonntag 15 Uhr ist Deadline. Da wird der Gewinner im Video bekannt gegeben. Und ja, natürlich finanzieren sich solche Giveaways auch über den Creator-Code, den uns Shakes & Fidget uns Creatern zur Verfügung stellt. Und da würde ich mich natürlich auch recht herzlich bei euch bedanken, wenn ihr jetzt zum Legendary Dungeon ein bisschen was aufladen wollt. Das kostet euch nicht mehr, hier einfach beim Creator-Code ja, dort einzugeben und dann ja, habt ihr schon mehr getan, als ihr mir jemals Gutes tun könntet. So, ne? Deswegen bin ich euch da auch tausendfach auf jeden Fall dankbar und ermöglicht mir auch, euch solche regelmäßigen Giveaways in Zukunft weiterhin zurückzugeben. Ein kleinen Teil, den ich euch zurückgeben möchte. Und natürlich wird auch wieder im Hintergrund ein Teil für eine gemeinnützige Organisation gesammelt. Letztes Jahr hatten wir 3000 Euro zusammen gesammelt für die Tiernotrettung hier bei mir in der Umgebung. Dieses Mal werden wir natürlich auch wieder im Hintergrund sammeln. Also das sind auch auf jeden Fall Sachen, die durch den Creator-Code erst zustande kommen. Und Ende dieses Jahres werden wir definitiv dort auch wieder mit zusammen mit der Community dort wieder was hinspenden. Ob es genau diese Organisation wird oder eine andere gemeinnützige Tierorganisation in meiner Nähe, das werden wir dann auf jeden Fall sehen, wenn es soweit ist. Aber klar ist auf jeden Fall, dass wir mit dem Creator-Code-Einnahmen definitiv auch die Leute dort supporten. Deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall an jeden, der das Ganze auch nutzt. Ja? Ansonsten ist der der Legendary Dungeon ist soweit geöffnet. Ich war noch nicht drinne. Wie gesagt, den Hauptteil machen wir nachher um 16 Uhr live auf Twitch. Und da werden wir heute definitiv ziemlich lange reingehen, denke ich mal. Und ja, bevor wir dahin gehen, können wir uns ja einmal ganz kurz das Video zusammen anschauen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Ist wieder sehr geil geworden. Ich habe es mir eben gerade schon mal angeschaut gehabt. Und ich würde sagen, wir gehen da mal rein. Ne? Die Artworks und die kleinen Trailer zu den Legendary Dungeons, muss ich persönlich sagen, immer das Allerbeste. Ja, es wird natürlich nicht viel gesagt, aber die Atmosphäre, die Musik, der lustige Stil auf jeden Fall, ne? Und ja, das ist immer eine sehr coole Sache. Da haben wir schon hier den ja, Western-Bandit gesehen, der hier auf jeden Fall auch im kleinen Teaser zu sehen war. Ja. Da sehen wir jetzt gleich unsere beiden Hauptprotagonisten. Und das ist wahrscheinlich schon eine neue Waffe. Ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, weil der LD ja schon einen Tag offen ist. Da werden wir definitiv auch mal reinschauen. Ja? Und mal gucken, was wir da für Waffen rausziehen können. So. Der Shakes auch mit seinem Zauberstock hier am Start. Und da beginnt gleich ein großes Battle.
stört's gar nicht. Er ist hier, er guckt gar nicht hin. Ja. Und Shakes und Fidget haben alles verwüstet. So, auf einmal mutiert er hier zur Spinne. Ja, kenne ich auch nicht so normalerweise. Ja. Und dann auf einmal durchlöchert. Und von wem? Vom Schmied, der klaut dir jetzt noch sein ganzes Beutegold, Alter. Ja, nee, Alter. So geil gemacht auf jeden Fall wieder. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ist eine schöne Sache, dass sie sich da jetzt zu jedem LD ein bisschen was einfallen lassen. Und ja, guckt man auf jeden Fall sehr gerne jedes Mal wieder rein. Natürlich gibt es mit dem neuen Legendary Dungeon jetzt auch ganz neue... Oh, wir nehmen mal gleich den Ultimate, ne? Wir nehmen mal gleich den Ultimate Dungeon hier, ne? Wir spielen ja nicht im Sand. Natürlich gibt's mit dem neuen Legendary Dungeon jetzt auch verschiedene neue Strategien, die man anwenden kann. Wir werden das einmal... Boah, ja, okay, da haben wir schon hier die erste Tür am Start. Frisst dir zwar weder deine Haare vom Kopf, noch Schlüssel aus deiner Hand, doch dafür Ressourcen aus deiner Tasche. Ja... Will man da jetzt durch, ist die Frage. Das sind so Sachen, da werden wir morgen im Stream definitiv detailliert drauf eingehen. Ich nehme sie einfach mal an, nur um mal zu gucken. Ja? Und hier haben wir dann eine Ressourcentruhe, die wir dann öffnen können. Und, oh mein Gott, 300 Sanduhren? Das ist aber jetzt nicht bad, muss ich sagen. Also, ist nicht verkehrt. Wir haben ja jetzt, ich habe ja ein bisschen Ressourcen, habe ich ja, ich kann ein wenig was entbehren. Also, auf Stufe 700 werde ich keine Ressourcenprobleme haben, alles auf Stufe 20 zu ziehen. Deswegen für mich jetzt kein herber Verlust. Und dafür 300 Sanduhren, sage ich euch ehrlich, so wie es ist, die nimmt man gerne mit. Stimmt, wir haben ja jetzt auch, oh mein Gott, wir haben ja jetzt auch Hexen-Event, oder? Wir haben es ja jetzt, ne? Oh mein Gott, Hexentanz haben wir jetzt. Das heißt, wir können hier heute richtig, richtig Mula machen. Ja, richtig Para-in-a-Tash-Mash. Außerordentliche Helden erhalten beim Betreten einen Segen, ohne einen Schlüssel dabei darbieten zu müssen. Werden wir definitiv annehmen. Ich glaube, die ist zum Anfang wirklich sehr strong. Dahinter verbirgt sich immer ein Monster hinter dieser Ressourcen, hinter dieser Buff-Tür. Aber ihr wisst ja, zum Anfang wollen wir ja viele Buffs haben, damit wir so viele Schlüssel wie möglich bekommen. Deswegen nicht verkehrt. Wir gehen mal wieder durch die Tür. Mal gucken, was kriegen wir diesmal raus. Wieder 300 Sanduhren. Das ist heftig. Okay. Jetzt haben wir in Kombination mit dem One-Hit-Wonder plus hier den Schlüssel. Ist natürlich hier schon Potenzial auf jeden Fall da für einen Zero-Death-Run. Ja. Apropos Zero-Death-Run, da müssen wir auch irgendwann mal die Tage hinbekommen, mit Tuni da noch die Challenge irgendwie durchzuziehen. So. Die Falle wollen wir jetzt nicht mitnehmen. Ich gehe mal einfach hier lang. Ich verkaufe alles. Ja. Und sind auf der Suche nach weiteren Schlüsseln. Ich glaube, diese ganzen Challenge-Räume, ich habe auch nicht mehr alles ganz genauso im Kopf, wie ich das euch gestern oder vorgestern, glaube ich, vorgelesen hatte. Da aus den Patch-Notes. Ich glaube, die erscheinen jetzt momentan gerade noch nicht. Die kommen erst bei der nächsten Etage, glaube ich, also bei der nächsten Ebene. Du stehst vor der Wahl, Glück oder Qual, das Rad bestimmt dein Schicksal, ganz ohne Schlüssel. Okay. Jetzt gucken wir mal, ich hatte ja im Video gesagt, dass man an den Glücksrad hier drehen müsste, so. Das wäre, glaube ich, ein bisschen, also ja, wäre, glaube ich, ein bisschen Quatsch irgendwie mit Soße gewesen. Deswegen gucken wir mal hier. Wir drehen am Rad. Okay, ja, warte mal. Wir haben ja, wo ist das denn hier? Wir haben ja gar keine Animation an, ne? Legendary Dungeon. Wir gehen mal mit den Animationen rein. Vielleicht haben die Türen noch irgendwelche Animationen, die ja, wir jetzt noch gar nicht so gesehen haben. Die skippe ich ja normalerweise immer, weil es natürlich schneller geht. Ne? Aber ja, jetzt zum Beispiel bei dem Glücksrad, da habe ich jetzt schon erwartet, eigentlich, dass wir da richtig am Rad drehen. Also, dass sich da richtig das Rad dreht und ja, man das auch sieht, worauf man landet. Ne, und durch diesen Animationsskip haben wir das natürlich jetzt, gut, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ist schon so normal, dass man damit spielt. Okay, hier haben wir jetzt Steine, opfern wir einfach mal, ja. Okay, da kommt keine Animation weiter. Und hier haben wir jetzt Steine gegen Metalle getauscht, tatsächlich. Also hier auch irgendwo vielleicht eine bestimmte Ressource immer gegen irgendwas eintauschen kann sein. Vorher hatten wir jetzt zweimal Kristalle, die wir zweimal gegen
Sanduhren eingetauscht haben. Vielleicht ergibt sich da irgendwie ein Muster. So, und wir gehen mal weiter durch. Wir haben gute Schlüssel für die Etage. Wir haben auch gutes Leben, sag ich mal. Das sieht momentan gut aus. Kann sich natürlich noch ändern. Ist natürlich auch die Frage, nimmt man diese Challenge-Räume überhaupt an, wenn man auf der Jagd nach so einem Zero-Death-Run ist, ne? Ich glaube, das ist eher weniger der Fall, weil man, glaube ich, in diesen Challenge-Räumen gut Damage kassieren kann. Man halt aber eben auch, ja, wahrscheinlich eine gute Belohnung daraus ziehen kann. Deswegen gucken wir mal. Die Chance verlängert dafür. Ja, dann nehmen wir doch mal... wir nehmen mal den Brocken, ja. Das waren beides gute Glyphen, die linke und die mittlere. Aber wir nehmen jetzt mal, haben uns jetzt mal dafür entschieden. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir nochmal so einen neuen Raum hier irgendwo anfinden können. Wir haben 10 Schlüssel auf der Tasche, auf der hohen Kante. Okay, hier haben wir jetzt so einen Raum. So, wird hier jetzt eine extra Animation? Nee. Okay, gut, alles klar. Keine neue Animation. Oh, warte, da hätten wir jetzt fliehen müssen. Das war ein Fehler von mir. Das könnte uns jetzt schon das Leben kosten hier an der Stelle. Ich wollte eigentlich ausweichen, weil wir haben jetzt nicht mehr viel Leben und die Gegner hier auf der Etage, ja, okay, also es ist noch nicht over mit dem Zero Death Run, aber es sieht schon sehr, sehr schlecht aus. Okay, Fallenentschärfer ist schon mal not bad, ein Heal hätte ich mir eher gewünscht und wieder ein Gegner und ja, ganz knapp vorbeigekommen hier. So, jetzt aber mal ein Heal und außerdem müsste jetzt mal... Okay, auch strong, aber jetzt müsste mal so langsam der Schlüsselhändler kommen. Die Oma, bitte... Nö. Okay, gut, alles klar. Dann hat sich das an der Stelle damit schon erledigt mit dem Zero Death Run. Ja, schade Marmelade. Da hätten wir wirklich den einen Fehler nicht machen dürfen und den angreifen, dann wäre uns das nicht passiert. So haben wir leider verkackt. Und ja, müssen halt mit den Konsequenzen leben. So ist das nun mal, ne? So. Alter, jetzt müssen wir mal langsam hier... Ich habe richtig Bock auf diese Challenge-Räume, ne? Ich hoffe mal, dass man da wirklich... dass man da wirklich gutes Zeug rausziehen kann. Okay, jetzt haben wir fast Full Life. Wir haben auch noch... Okay, perfekt. Wir haben auch noch hier ein bisschen... Kriegen wir noch ein bisschen Health... Deswegen ist jetzt One-Hit-Wonder. Boah, stellt euch vor, wenn ihr frisch One-Hit-Wonder habt und ihr geht in so eine Challenge-Räume rein und dann könnt ihr da alles wegdominieren. Ich habe gerade noch Animationen an, weil ich sehen wollte, was passiert, wenn wir jetzt noch auf so eine Challenge-Räume treffen. Ja, okay, das war klar. Ich wollte sagen, diese Türen, die können auch ein gewisses Risiko bergen. Wenn ihr schon einen Buff habt, einen großen Buff von irgendwas, dann könnt ihr auch natürlich einen Buff bekommen, aber auch einen kleinen Buff. Und dann überschreibt der kleine Buff immer den großen Buff, je nachdem, ihr habt es gesehen, was ihr gerade am Start habt. Oh, ja, zum Kotzen. Ich wollte eigentlich rein, war mir aber schon dessen bewusst, dass das passieren kann mit diesen Überschreiben. Hab aber drauf gegambelt, dass wir vielleicht irgendeinen anderen Buff noch bekommen. Aber das war klar, dass das passieren kann. Das war auf jeden Fall logisch. Okay, ja, aber da haben wir es. Da haben wir es wieder. Ne? Da haben wir es wieder. Warte mal. Da gehen wir jetzt mal nicht rein. Ich glaube, ja, da können wir halt irgendwas gamblen, ne? Mit dieser Radtür. Die kann uns aber halt auch einen Debuff geben. Soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und da wir jetzt ja nur Buffs haben, die auch gut sind tatsächlich, möchte ich da im Moment auch gar nichts anderes haben. Also ich bin rundum zufrieden gerade, so wie es läuft. So, wir verkaufen alles, wir brauchen keine Epics mehr. Und verringert den von Monstern verursachten Schaden. Ja, es erscheinen weniger Opfertüren. Chance, Gegenstände zu finden. Ja, ach komm. Da lassen wir uns lieber ein bisschen weniger Damage geben. So, und gucken mal weiter. So, oder ich glaube, jetzt es könnte auch sein, dass sie jetzt erst starten, die Challenge-Räume. Wie gesagt, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ja, Fallenentschärfer, kein Problem. So, kann auch sein, dass sie jetzt erst auf den 50er-Ebenen erscheinen. Auf jeden Fall, so wie ich das gelesen hatte, erscheinen diese Challenge-Räume nur ein einziges Mal im kompletten LD.
Ja, und dann hat man nur einmal die Chance, da durchzurasieren und danach ist halt. Okay, da sind sie. Kämpfe dich durch 5 Prüfungsräume, in denen dich je ein Gegner erwartet. Mit jedem besiegten Gegner steigt die Wertigkeit deiner Belohnung. Solltest du jedoch in einem Prüfungsraum scheitern, verschwindet die restlichen Räume und du verlässt die Prüfung ohne Belohnung. Ohne Belohnung, okay. Also die verschwindet dann komplett. Ja, schade, dass unser One-Hit-Wonder jetzt fast ausgelaufen ist. Okay, tritt durch den Notausgang, wenn du die Prüfung beenden willst. Dahinter erwartet dich eine Truhe, um dich für deinen bisherigen Prüfungsfortschritt zu entlohnen. Die Prüfungspforte taucht dann im aktuellen Durchlauf nicht wieder auf. Okay, weil ich auch schon gelesen hatte in den Kommentaren, wie es ist, wenn man jetzt nicht gegen diese Gegner kämpft, sondern nur flüchten würde, ob man dann eine gleichwertige Belohnung bekommen könnte oder wie das läuft. Das kann ich euch so im Moment auch noch nicht verraten. Das weiß ich leider auch nicht. Ob es egal ist, ob man gegen die kämpft oder ob man gegen die auch flüchten kann, so vom Ding her. Ja, nur müssen wir halt eben drauf aufpassen, dass wir versuchen mal einmal zu flüchten, oder? Wir haben ja verringert den von Monster verursachten Schaden um 20%. Ist schon okay. Versuchen wir einmal zu flüchten, ja, dass wir durch die Fünfertüre auch noch kommen. Wir haben es sogar geschafft zu flüchten und sind jetzt beim Fünferraum. Und den fighten wir jetzt mal noch einmal. Ich glaube, es ist egal. Oh, überleben wir den Poison? Den müssten wir überleben. Naja, den haben wir überlebt. Und damit sind wir beim letzten Prüfungsraum tatsächlich noch gerade so angekommen. Ich bin gespannt, was wir da jetzt rausziehen werden hier. Dot Tutorial Container Arena Text. Perfekt. Dankeschön dafür. So, was kriegen wir? Wir haben alle 5 Räume erhalten. 45 Millionen Gold. Es gab nie viel Hoffnung, aber jetzt ist sie erloschen. Bitte? Bitte? Wo ist meine Belohnung? 45 Millionen Gold war jetzt aber nicht meine einzige Belohnung, oder? Oder hätten wir jetzt den Belohnungsraum auch noch überleben müssen? Wir wurden ja jetzt getötet vom Poison, ja? Der Poison hat uns jetzt umgebracht. Hätten wir danach noch was abholen können? Nee, ne? Eigentlich nicht. Das war ja jetzt unsere Belohnung schon gewesen. 45 Millionen Gold? Da kann irgendwas nicht hinhauen. So, hier nehmen wir mal einen Fallenentschärfer oder sowas mit. Ja, perfekt. Wir haben genug Schlüssel. Ja, siehst du, hat sich schon rentiert hier. Aber das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, ne? Warte mal, wir stellen mal die Dings wieder aus hier. Weniger Animation. So, anscheinend sind die Türen leider nicht animiert. Also ich hätte wirklich gedacht, dass man da wirklich am Glücksrad dreht. Ja. Aber ist nicht der Fall. Man ja, geht da einfach nur so durch. Und jetzt nehmen wir noch ein paar. Ja, jetzt nehmen wir noch ein paar Dings mit hier, ne? Ein paar Schlüssel. Müsste ja jetzt auch. Bald, warte mal, das nehmen wir auch mit. So, ich glaube, wenn ich hier solche Dings auf dem Boden sehe, solche Leichen irgendwie, dann hebe ich die auch erstmal noch auf. Okay, jetzt sowieso. Jetzt können wir auch fighten, weil zum Anfang geben die ja auch wirklich noch sehr gut Gold, ne? Also 45 Millionen, das ist ja okay. Also, ne, wenn die nicht auferstehen, ja. Jetzt ist egal, jetzt haben wir sowieso einen Buff. Aber wenn die nicht auferstehen und man geht da durch, okay, da haben wir wieder ein Downgrade gemacht an der Stelle. Dann ja, hat man ja die Chance, die auch zu looten, ohne dass man gegen die kämpfen muss. Und 45 Millionen Gold zum Anfang ist natürlich nicht verkehrt. So, Spionageklunker nehmen wir mit. Das nimmt natürlich nachher auch alles ab, das ganze Gold. Ist natürlich klar, wir befinden uns ja auch im Ultimate Run. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und das wird alles nachher weniger, umso öfter man da durchrunnt. Deswegen, ja, gerade zum Anfang sollte man auch gucken, dass man das definitiv noch irgendwie wahrnimmt. So, wir haben genug Schlüssel, das ist nicht verkehrt. Oh Gott, Alter, das krittet natürlich rein hier. Und versuchen noch diese Schlüssel dann auch noch so gut wie möglich hier noch irgendwie einzusetzen, dass wir hier noch ein bisschen Loot mitnehmen, ein bisschen Gold mitnehmen, vielleicht noch den einen oder anderen Buff noch, dass wir hier noch irgendwie ein bisschen nicht uns nochmal wiederbeleben müssen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. So. Oh, sieht ganz gut aus. Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Loot Gold gemacht. Jetzt sind wir nochmal einmal leider gestorben. Und wir gehen direkt durch die Tür durch hier, weil wir jetzt unsere Schlüssel loswerden wollen. Okay. Einen kleinen One-Hit-Wonder würde ich hier an der Stelle noch nehmen. Oh, einen großen nehme ich auch. So,
Jetzt müssen wir natürlich primär auf Monsterjagd gehen hier. Okay, ne, da gehen wir jetzt mal nicht durch. Wir klatschen mal ein paar Monster. Schade, ich hätte gedacht, da gibt es noch Gold. Das Ding ist ja bei diesen Ressourcentüren, man tauscht quasi Ressource gegen Ressource. Und das ist natürlich, ja, das muss man gucken, ob man das möchte, so an sich. Jetzt verzichte ich hier noch ein bisschen auf ein paar One-Hit-Wonder. Bewusst, dass wir vielleicht noch die ein oder andere Tür noch aufkriegen können. Ist natürlich die Sache. Willst du Ressource gegen Ressource tauschen? Kann man machen. Dann hat man natürlich auch safe eine Tür. Ne? Also man hat ja dann safe eine Tür übersprungen. Also bist du eine Etage weiter, ohne irgendwie was riskiert zu haben. Großartig. Siehst du, hier hat sich das sehr gelohnt. Und das ist natürlich auch ganz nice. Ne? So, jetzt haben wir sogar noch ein paar Schlüssel mehr als gedacht. Aber ist in Ordnung. Also 4 Schlüssel geht noch klar. Wir haben ja jetzt die letzten Etagen durch das One-Hit-Wonder noch mal ein bisschen was bekommen. Okay, die Gegner sind auch die alten. Wir sind... okay, 4 Durchläufe. Das sind 3 Tode, die wir gemacht haben hier. Eine Milliarde Gold haben wir rausgezogen. Geht auf jeden Fall mehr, aber ist nicht verkehrt. Und ja, dann gucken wir mal, was wir hier so bekommen. Die Asche kennen wir, den prachtvollen Phoenix. Den Ring kennen wir leider auch. Und das ist ein neues Item, was wir haben. Ja, Orakel Gord. Meine Augen sind hier oben. Das Vorhersehen der nächsten Sekunde ist ausschließlich dem Träger vorbehalten. Okay, wir haben ein neues Item. Das sind beides hier... Oh Gott, guckt euch die Stats an, Alter. Das sind... ja, die sind schon alt. Das ist eins von den 3 neuen. Ich glaube, 3 neue sind es, ne? Wir gucken mal hier rein. So, also uns fehlt definitiv die Waffe, ne? Die werden wir uns noch holen. Dann hier, was ist das? Ist das ein Helm? Oder ist das ein Schild? Es ist ein Schild, ne? Oder so ein Extra könnte es auch sein. Ja, werden wir auf jeden Fall gleich im Stream uns mal anschauen, ne? Der startet ja jetzt gleich auch der Stream, ne? Deswegen schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei, da geht es jetzt gleich weiter im Anschluss und ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Giveaway am Sonntag, was dann ausgelost wird. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.